So, und damit herzlich willkommen hier zu dem Spiel RB Gelsenkirchen gegen Viktoria Hagen hier. Der Drittplatzierte gegen den, glaube ich, Zehntplatzierten. Hier am Samstag um 15.30 Uhr. Es gibt ja heute 5 Spiele um 15.30 Uhr und dann nochmal eins um 18.30 Uhr. Dieses Spiel hätte eigentlich gestern stattfinden müssen, aber es wurde dann auf heute, oder ja, auf diesen heutigen Tag verschoben. Mal sehen, welche Mannschaft sich am Ende hier durchsetzen kann. Ob es die Heimmannschaft RB ist oder Viktoria Hagen. RB natürlich im Halbfinale der Champions League. Spielen gegen die Kickers, die im Moment auf Platz 1 sind. Bei einem weiteren Sieg der Kickers in den nächsten 2 Spielen, also an diesem Spieltag und dem darauffolgenden, dann sind die Kickers zu 100% Meister. Denn dann kann die Eintracht nicht mehr aufgrund der Punktanzahl rankommen. Natürlich wird auch ein Sieg und eine also ein Sieg der Kickers und eine Niederlage der Eintracht schon reichen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist nämlich RB Gelsenkirchen gegen Viktoria Hagen. Also man kann schon sagen, dass RB so gut wie gar keine Chance mehr auf Platz 1 hat. Wie alle anderen Teams, weil gefühlt ist es schon wieder entschieden. Aber Platz 2 und generell die internationalen Plätze sind ja immer noch sehr offen. Jetzt erstmal Benjamin Jan. Auf Conway. Conway jetzt hier Jan. 7 Minuten gespielt, jetzt Jan wieder am Ball, der kann flanken. Jan mit der Flanke, Holzapfel! Und was macht der Torwart da? Der Torwart mit Riesenglück, muss man sagen. Also da hätte der Ball ganz einfach hier ins eigene Tor reingehen können. Durch diese Parade. Jetzt hier Beckenbauer, nein. Und ja, Kasimir hat den Ball, haut ihn nach vorne auf Benjamin Jan. Jetzt Beckenbauer, nee. Und wahrscheinlich gibt es jetzt hier den Einwurf. Nee, Hagen holt hier sich nochmal den Ball. Benjamin Jan. Auf dem rechten Flügel ist Artioms. Benjamin Jan. Ja, so wird das nichts. Und Samuel Sohn auf Dink. Kasimir. Auf Artioms. Artioms jetzt hier am Ball. Kleinsorge. Wieder Artioms. Holzapfel. Nee. Das wird so nichts. Und Dink. Samuel Sohn. Beckenbauer. Beckenbauer jetzt hier auf Bärwinkel. Ja, der Ball geht jetzt hier ganz weit nach vorne auf Benjamin Jan. Und Brink. Ja, im letzten Spiel hatten ja die Gastgeber nur einen Punkt holen können. 0:0 gegen Lautern. Natürlich für eine Mannschaft wie RB deutlich zu wenig. Jetzt hier Kleinsorge auf Artioms. Und jetzt Kleinsorge. Ja, Ball nochmal rausgehauen. Falling. Und Dink. Auf Ebbe Falling. Köpe. Jetzt wieder Ebbe Falling. Der Ball auf Zionis. Ja, aber RB macht das wieder hier sehr gut. So einfach kann das gehen dort.
Keine Sorge. Müller. Und Benjamin Jan. Auf Conway. Nee. Müller jetzt hier. Jan. Ja, Artyoms. Und da war Kleinsorge mit der großen Gelegenheit. 45 Minuten gespielt. 0:0 immer noch hier. Genauso wie gegen Lautern am letzten Spieltag. War eine gute Idee, aber war sehr, sehr schlecht gemacht von Kleinsorge. Das kann er besser. Das wissen wir alle. Und Kleinsorge jetzt hier. Und da ist die Gelegenheit. Der Ball ist nicht weg. Was machen sie da? Egal. Halbzeitpfiff hier in Geilenkirchen. 0:0 steht es hier zwischen RB und Viktoria Hagen. Und damit geht die zweite Hälfte los. Töneboden kommt für Dink. Vielleicht bringt er ja was hier den Gästen. Konnte sich ja bis jetzt nicht wirklich beweisen. Nicht bei den Kickers und auch nicht bei Hagen. Jetzt hier Müller. Kleinsorge. Und Kleinsorge wieder am Ball. Artyoms auf Benjamin Jan. Schöne Gelegenheit. Da haben sie es mit einem weiten Ball versucht, aber es hat nicht geklappt. Gibt hier den Abstoß. Und Kleinsorge. Benjamin Jan. Ja, was macht Müller da? Ja, großer Fehler, steht da hier im Weg. Und Sion ist jetzt. Wenn Töneboden mitlaufen würde, dann könnte Hagenauer gutes starten. Köpe. Nee. Müller. Mit einem Fehlpass. Mann, was ist das hier für ein Spiel? Viele Fehlpässe hier. Und ja, Töneboden, der läuft da nicht zum Ball. Viele Fehler sehen wir hier. Willi. Auf Artyoms. Jetzt hier Holzapfel. Jan-Hendrik Holzapfel. Artyoms auf Holzapfel. Jetzt hier wieder Artyoms, wieder auf Holzapfel. Der kann flanken. Ja, Beckenbauer gibt zurück auf... Ja, was war das? Siermais. Und jetzt vielleicht Töneboden. Nils Töneboden. Ja, macht es ruhig und dann wieder ein Fehlpass. Und wieder ein Fehlpass. Artyoms. Eine einzige gute Gelegenheit brauchten irgendeine Mannschaft. Und schon ist das Spiel schon eigentlich entschieden. Jetzt hier wieder ein Fehlpass auf Jan und da. Das war die Chance. Ein einziger Treffer würde hier schon reichen. Weil die jeweils andere Mannschaft es einfach nicht schafft, das Tor zu machen. Ja, schlechter Befreiungsschlag. Deswegen kam Jan an den Ball. Müller konnte schießen. Der Schuss ging aber nicht rein. Weshalb es hier immer noch nach 69 Minuten 0:0 hier steht. Biaggi kommt für Jan und Gruber kommt für Samuel Sohn. Wieder ein Fehlpass. Conway. Müller. Conway auf Siamais. Holzapfel. Und jetzt vielleicht der B. Jetzt die Kombinationspässe. Der Tiki-Taka-Fußball bei RB. Und ja, sie verlieren wieder den Ball. Der Ball auf Töneboden. Nein, Fehlpass. Ja, Holzapfel. Aber der Verteidiger war da. Biaggi konnte da nichts wirklich anbringen.
Köpe. Gruber. Und Bärwinkel. Gruber. Auf Ziyonis. Ziyonis, nein. 80 Minuten gespielt, da steht 0 zu 0. Was muss man denn hier noch machen? Es ist wie in den letzten Spielen immer so, es ist eine schwache Partie von RB. Eine schwache und ja, eine ermüdende Partie. Natürlich, sie sind ein wenig erschöpft, sind noch im Pokal drin, sind noch in der Champions League drin. Und dann auch noch die Liga, ist irgendwie ein bisschen viel, aber da müssen sie halt durch, wenn sie eine Top-Mannschaft sein möchten. Und der Ball geht wieder nicht rein. Holzapfel mit einem schönen Pass, aber Kleinsorge wieder mit dem schlechten Abschluss. Rotengatter kommt für Artyoms. Bürgermann kommt für Ziyonis. Bürgermann ist ja einer der 9 wichtigen bei Hagen. Der hat ja schon einige wichtige Tore geschossen. Jetzt Biaggi. Kleinsorge auf Müller. Auf Conway. Jetzt geht jeder vor der B nach vorne. Das ist die letzte Minute. Es gibt gleich nur noch die Nachspielzeit. Eine Minute gibt's drauf. Siermeis. Jetzt vielleicht. Nein, aber Rotengatter hat's versucht. Er hat's versucht. Es gibt den Eckball. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja, vielleicht war es eh nicht die richtige Ecke gewesen für Rotengatter, aber wie gesagt, es gibt den Eckball. RB kann sich noch befreien. Die Nachspielzeit ist schon vorbei. Da kann man den Ball gut in die Mitte bringen. Da kann man ihn gut in die Mitte bringen. Man bringt ihn genau auf den Torwart und somit endet es 0 zu 0. RB weiterhin mit vielen verlorenen Punkten. Und Hagen, ja, gewinnt sozusagen einen Punkt. Aber das ist auch wenig, wenn sie international mit dabei sein möchten. Naja, RB verliert weiterhin.